Ich muss zu Piloten, ja toll. Okay, wenn ich jetzt zurückgehe, dann kriege ich das nicht. Ich muss da hier irgendwo Feuer herkriegen. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Da könnte ich hoch. Okay, aha, Spiel, so nicht. Okay, was haben wir da? Irgendwas. Wir haben Bergungsgut gekriegt, glaube ich. Aber hier ist keine... Wo kriege ich denn Feuer her? Bin ich blind? Ach, warte mal, brauche ich ja gar nicht mehr. Wir haben doch das Ding. Ich kann jetzt immer Feuer machen. Ha! Ich habe Feuer gemacht. Na, das läppert sich so langsam zusammen. Alles klar. Der Chat ist ein bisschen klein und schnell weg. Okay, ich mach's beim nächsten Mal größer. Es ist erstmal das erste Mal. Es ist ein Versuch. Ja, nur überlebt. Ja. Zerstörerin. Ja. Oh, Madel ist telefonieren, alles klar. Ja, direkt ins Herz. Bei mir geht eine Menge direkt ins Herz. Oh Gott, war die Dramatik. Oh Gott, X! Merke, lass dich nicht ablenken. Nee, nee, das ist genau. Lizzie voll, voll, richtig. Oh Mann, das mit dem Piloten ist echt scheiße. Okay, wir haben ein Feuer. Wir könnten eventuell sogar... Haben wir schon genügend, um die, Ich Dings... Kriege es nicht aus dem Kopf. Jetzt labert sie wieder. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Mhm. Es muss eine Erklärung dafür geben. Auf jeden. Ich kenne sie nur noch nicht. Genau. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Tot. Okay, das war sehr unemotional. Jetzt sind sie tot. Kategorien. Ich glaube, wir brauchen aber über 500, ne? So, den Bogen haben wir schon. Das wäre noch die Handfeuerwaffe, aber ich glaube, alles Interessante habe ich schon. Dreischusssalve. Rücklaufbremse. Bringt das Projektil präziser ins Ziel, erhöht den Schaden. Okay. Was macht die große? Bleipuste sozusagen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber mir geht es genauso des Mordes. Ich finde auch, dass die Stimme nicht wirklich passt zu Lara. Größeres Magazin. 15 zusätzliche Kugeln. Stabilisierung. Und dann können wir noch später... Effektiv das Gas beim Feuern, verringern den Rückstoß und Nachladetempo mit Schussfrequenz. Ja, ich bin eher für die Kleine. Ich glaube, dann nehme ich das hier, die Rücklaufbremse, dass wir höheren Schaden machen können. Gut. Sehr schön. Haben wir. Lara, was zum Teufel ist passiert? Brüll mich dich an. Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Mhm. Bin unterwegs. Okay. Hier war sonst nichts mehr, ne? Wahrscheinlich sind wir an 10 Geocaches und keine Ahnung, was vorbeigelaufen, aber naja. Okay, da macht sie... Aha, selber an.
plus 5. Naja, auch das läppert sich zusammen. Wow. Okay, manchmal ist die Kamera ein bisschen... Achtung! Hier drüben! Ich kann schießen! Was ist... Wow! Ah, toll. Und das war's. Müssen wir das jetzt zelebrieren oder was? Alter Schawitzki. Ich war nur gerade über diese Dämlichkeit. Es tut mir leid, aber ich fand's... Ich weiß, das ist der Anfang von Lara Croft. Aber bei dem, was sie jetzt hier schon gezeigt hat, ist sie so doof und rennt einfach so in dieses Lager rein, ohne es zu merken? Okay. Na gut. Ja, das war echt ziemlich übel. Oh, das ist voll dämlich. Entschuldigung. Okay, also gleich feuern. Aua! Oh shit, ich darf ihn nicht an mich rankommen lassen. Sonst... Wow, 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 wow. Was? Ein Seil habe ich erhalten? Was? Ach, jetzt können wir das. Ah, und jetzt? Was machst du? Ich kann es zum Einstürzen bringen. Okay. Na gut, wenn du meinst, Lara. Ach, geht gar nicht. Ich muss das Seil früher dran machen. Okay. Oh, warte. Geht das? Hallo, wie geht das mit dem Pfeil, mit dem Seil? Okay, die haben Automatikwaffen. Ich sollte echt so einen Scheiß nicht machen hier mit dem Bogen. Ich sollte einfach... Mal gut, dass sie so schlecht schießen wie ich. Ach. Oh. Wie geht das denn mit dem Seil? Oder muss ich immer wieder ein neues finden? Was war das denn, Jesse? Der ist ausgerutscht. Es muss einen Weg nach oben geben. Ach, mit ausgerüstetem Bogen. RB um mit Seil umwickelte... Aha. Geht also doch. Aber ging eben nicht im Kampf. Der ist echt ausgerutscht. Wie bescheuert war das denn gerade? Okay. Gott sei Dank sind wir die so schnell down. So schlecht wie ich schieße. Aber es ist mit Controller auch echt doof. Das würde ich tatsächlich lieber mit, Dings machen. Mit, Tastatur und Maus. Das ist typisch, dass ich einfach mal so in einem Kugelhaken und übe die Spielmechanik. Jo, muss ich ja. Ich will es ja richtig machen. Gestolpert. Aber wirklich, der ist so richtig so, huch! Ist nicht mein Problem. Alles klar, aber das ist meins. Alles. Ist hier unten auch noch irgendwas? Wir können da hoch. Ach, das ist gar nicht so tief. Ich dachte jetzt. Das ist bestimmt richtig kalt. Ich erwarte ja immer noch ihr die besten Geheimnisse überhaupt. Nee, da liegt nur ein Typ. Kann ich den mal bitte looten? Okay. Aber das war's, ne? Der ist runtergefallen. So, kann ich jetzt mit dem... Und ziehen. Okay, das Kunst also. Kann ich das bei allen machen? Die umwickelt sind. Das sind einfach nur
Warte. Okay, jetzt schwingt es. Das heißt, wir können irgendwo rüber. Ich weiß es nicht. Da könnten wir eventuell hoch. Alles klar. Okay. Ja. Weg mit dir. Da ist aber nichts, ne? Nee. Okay. Dann weiter. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und da oben ist bestimmt noch irgendwas. Jawohl. Okay. Ach, wir sind voll mit Pfeilen. Okay, also Pfeile. Pfeile kriegen wir hier en masse. Nein. Rüberspringen. Bitte. Okay, irgendwas übersehen. Da können wir nur die Deckung wegnehmen. Gut. Das ist Thermalwasser, ja, genau. Lara ist zur Kur hier. Da oben ist irgendwas. Und da sind bestimmt noch mehr von den Typen. Hallo? Hä? Doch nichts? Manu, ich dachte, da wäre was. Da ist aber was. Oh, Ohr juckt. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Deswegen weht dieses Ding da auch so. Und deswegen liegen hier Pfeile rum, okay? Hat sie das gerade mit dem Pfeil festgemacht? Ach, Lara. Ist hier noch irgendwas versteckt? Ich kann hier gar nicht runter. Da kann ich runter. Komm, wir gucken jetzt nochmal eben. Und baden im Thermalwasser. Aber hinter dem... Nein, ich erwarte immer hinter dem Wasserfall irgendetwas. Aber leider nicht. Leider nein. Da ist auch nichts. Schade. Außer einer Erkältung wird sie hier nichts finden. Erkältung, was redet da? Lungenentzündung kriegt sie hier. Also so leicht bekleidet, so arschkalt hier und dann... Naja. So, einmal rüber. Und einmal runter. Da oben ist definitiv was. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ach, brauchen wir... Warte mal, wir brauchen eine Verbindung dafür, ne? Wie hat sich das Spiel das denn gedacht? Warum kann sie sich denn da nicht hochziehen? Von da aus oder was? Wir probieren es mal. Ich will da jetzt hoch. Da liegt bestimmt das ultimative Geheimnis. Vielleicht hier neben dem Pfeiler. Sie macht das mit dem Pfeil fest, tatsächlich. Na gut. Ich frag mich. Mario muss auch immer da jedem Wasserfall schauen, ja. Ich überlege gerade, aber ich habe tatsächlich auch wirklich schon mal solche Sachen gehabt. Gerade bei Darksiders. Alles klar. So. Okay, wir kriegen ein paar EP und das war's tatsächlich. Naja. Besser als nichts, ne?
Gut. Dann gucken wir hier nochmal. Überall Pfeile. Viel zu viele Pfeile sogar. Okay, da ist schon wieder so ein Ding. Das ist einfacher, als die Tür so aufzumachen. Daran ziehen. Na gut. Bergdorf. Wow. Was ist das denn? Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden ich auch mal. Mayday, Mayday. Hier, Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Okay. Könnte natürlich auch eine Falle sein. Ich meine, es ist ein zweiter Fallschirm da. Und Co-Pilot, ich hab's doch gesagt. Sie friert immer noch. Warum ziehst du dir keine Jacke an, Mädchen? Okay. Co-Pilot. Ach, guck mal an. Naja, der feine Herr Roth hat's ja gut hier, ne? Am warmen Feuer. Wir können sowieso nicht anders, wir müssen runter. So, wo müssen wir denn rüber schießen? Oder machen wir uns jetzt einfach hier jetzt was fest? Ach, da, an dem Ding, alles klar. Zusammensackt innerlich. Hütte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Ich gehe runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruinen. Okay. Ja, ich fang gleich damit an. Was mir so ein bisschen hier also fehlt, ist tatsächlich irgendwie so ein Angriff von hinten oder sowas. Warum immer alles aus dem Fernkampf raus? Okay, das sind zwei hier vorne. Der andere geht jetzt nach hinten weg. Nützt nichts, müssen wir uns so schnappen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich die beide so mal eben wegkriege. Der ist hier, glaube ich, gerade in der Hütte. Kann das sein? Gerade hier drin. Da ist er. Guck mal an. Jetzt geht er runter. Gleich sieht er seinen Kollegen. Sieht er ihn gleich? Da geht er ganz gelassen, ne? Er konnte nicht mehr großartig drüber nachdenken, glaube ich. Okay, aber einen haben sie da hinten beim Flugzeug noch. Wir gucken aber erstmal hier. Vorlesezeit. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Keine Ahnung, wenn ich das so drehe, dann flippt der Controller aus. Ich kann da versteckte Informationen finden, das sehe ich ja jetzt erst.
Deswegen vibriert er auch wie blöde. Warte. Das ist doch schon rangezoomt. Wow. Okay, das ist zu dicht. Versteckte Informationen sind da drin. Ich versuche das zu untersuchen, aber es geht nicht. Die sagt auch nichts. Wie muss ich das denn drehen, um die zu finden? Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Benutzt und so weiter und so fort. Also die können wir uns tatsächlich noch näher angucken. Ist das überall? Ein Seidenfächer. Kann ein. Nee, da steht das nicht. Das steht nicht bei allen Sachen. Bei den Masken vielleicht? Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Ah, da kriegen wir EP für. Okay. Das hätte ich schon längst machen können. Ist das alles an Informationen? Ja, ich glaube, wenn das weg ist, ne, dann, okay. Dann haben wir das hier noch. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Ah, es vibriert wie blöde. Die Frage ist... Nee, jetzt nicht mehr. Wann sagt sie da was zu? Oh Gott, der rastet voll aus, ey. Das ist schon rangezoomt. Jetzt hört's auf. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Aus alter Zeit, ja. Das ist ja... Und da kriegen wir echt noch EP für... Ach, Helme haben wir noch gar nicht. Das haben wir und die Hanya-Maske. Okay, dann haben wir aber die auch noch. Durch Kopfbewegungen. Da ist aber nichts drin, okay. Muss ich mir merken, alles klar. Beim nächsten Mal gleich gucken, wenn da steht... Ah, wenn da steht, untersuchen. Da ist was. Wie mache ich das denn kaputt? Kann ich das auch wegziehen? Nee, es reagiert nicht. Haben wir vielleicht noch nicht rausgefunden, wie das geht. Weil da ist nämlich ein Tagebucheintrag hinter. So, wo ist er denn hier? Bei einem Flugzeug hat er gesagt, ne? Da hinten steht er. Ist das der Einzige, der da hinten ist? Ich höre auf jeden Fall keinen Alarm. Alles klar. Ein Hase! Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja. Wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay. Wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Wie redet die denn? Du kannst plötzlich. Lara, zieh dir die Jacke an. Mach sie nicht. Ich kann es nicht ändern. Okay, da ist... Oh, das können wir... Das können wir anzünden. Haha. 2 von 10 Statuen erleuchtet. Vielleicht finden wir die Erleuchtung. Gut, dann können wir jetzt runter... Das ist auch mal eine Statue. Wir sollen dahin, aber ich habe schon gesehen, dass da eine Statue ist und da sind noch Sachen versteckt. Das machen wir doch glatt. Nein, Mann. Dieses versetzte X immer. 3 von 10, okay.
Da können wir rüber, ne? Da ist noch eine Statue. Wir sollen aber, glaube ich... Ja, da soll... Nein, wo ist der Bogen? Und rüber mit dir. Okay, das ist gut und schön. Aber hier, Moment. Nein, das war doof, das war falsch. Ich wollte doch da oben hin. Wie komme ich da hin? Nochmal wieder zurück. Ach, Grafik, ja. Können wir da oben vielleicht einen Pfeil hinschießen?